Herzlich willkommen zur dritten Let's Retro-Ausgabe und heute, da machen wir es wie die deutsche Nationalmannschaft. König Fußball regiert die Welt, aber nicht der Titel, den alle erwarten würden, nämlich FIFA oder International Superstar Soccer. Nein, wir widmen uns einem Geheimtipp auf dem Super Nintendo, Mario Baslers Fever Pitch Soccer. Und wir werden mal schauen, wir werden erstmal einen Schaukampf machen, wie es so schön hier heißt, ja. Der Schaukampf und wir werden spielen mit, nein, nicht mit Brasilien, wir sind Patrioten. Wir spielen mit Deutschland gegen, da suchen wir uns mal einen schweren Gegner aus, oder? Aber schauen wir, dann würde ich Kuwait sagen. Kuwait, die Fußballnation, wie ja jeder weiß, Kuwait. Und FIFA Pitch Soccer, Leute, das ist ein geniales Spiel. Es ist keine Fußballsimulation an sich, sondern es hat meiner Meinung nach das getroffen, was Fußball eigentlich ist. Es hat die Stimmung vom Fußball getroffen. Das werdet ihr jetzt aber auch sehen. Die Spieler, das sind Charaktere, zum Beispiel dieser Spieler hier, hat einen Flammenschuss, ja. Das war unser schwarzer Spieler, wer könnte das momentan in der Nationalmannschaft sein? Unser Quotenschwarze, wie ich jetzt mal böse, nicht rassistisch sagen möchte. Früher war das Gerald Asamoah. Und dieser Spieler, der hat diese komischen langen Bälle. Dann haben wir den noch mit der Halbklatze, unseren Uwe Seeler-Typ. Jetzt erstmal dieser Flammenschuss und der ist natürlich drin. Ja, ihr kennt das noch von den tollen Kickers, der Flammenschuss. Und das war einfach, das ist so ein Spiel. Das hat super Bock gemacht. Ja, also man muss dazu sagen, wenn man ein Turnier gespielt hat bei diesem Spiel, hat man am Anfang eine ganz, ganz schwache Mannschaft gehabt, ohne Spieler mit Fähigkeiten. Und man konnte dann Spieler mit Fähigkeiten dazu bekommen. Das heißt, man hat im Laufe dieses Turniers wirklich seine Mannschaft verbessert gehabt. Und es war so ein bisschen wie so ein Sammelkartenspiel. Es hat wirklich diesen Sammeltrieb einfach gefördert. Nein, jetzt haben wir hier, das war mein Lieblingsspieler damals, der JJ Okocha-Spieler, habe ich ihn immer genannt, der hier mal böse umgetreten wird. Kein Freistoß, ja. Und ich fand es damals so passend, dass Mario Basler für dieses Spiel Pate gestanden hat. Denn es ist wirklich, es passt einfach zu ihm, zu Mario Basler. Ein Typ wie Mario Basler, so war auch dieses Spiel einfach. Und ihr seht, die Stimmung war eigentlich ganz cool gemacht. Also es war auch so von der Grafik her nett animiert. Es war wirklich stimmungsvoll. Und es hat diesen Bogenlampenschuss gehabt und der Spieler, der sah sogar aus wie Mario Basler. Also das passenderweise zu unserem Kunstschützen Mario Basler. Aber es hat einfach riesig Spaß gemacht. Es ist natürlich nicht sehr realistisch, hier über das ganze Feld zu hüpfen. Den hat der Torwart von Kuwait jetzt mal gut gehalten, aber natürlich, jetzt kommt unser Eckball-Experte. Jetzt kommt Mario Basler mit dem Eckball und den spielen wir doch mal in Richtung unseres Flammenschützen, unseres Gerald Asamoah-Schützen. Jetzt ist die Abwehr hier. Und die Abwehr, das sind Brasilianer in der Abwehr. Weil die Brasilianer auch so bekannt sind für ihre gute Deckung. Hust. Ah, und das ist, damit konnte ich Freunde, das hat die früher so genervt, wenn ich da immer hüpfend durch das Spiel gegangen bin, weil die ganz schwer aufzuhalten waren. Also Freunde, die hätten mich am liebsten erschlagen zu der Zeit damals. Ich habe mir eine Mannschaft mit ganz vielen solchen Spielern gemacht gehabt. Brasilianer hatten auch ganz viele. Es gibt auch irgendwo, da ist er. Ich wollte gerade sagen, es gibt irgendwo den Andy Möller-Spieler. Und da habt ihr ihn auch schon gesehen. Den Mann mit der Schwalbe, ja. Der Mann, Andy Möller, der ist ja so ein Wunderpunkt bei mir. Ja, ich bin ja Eintracht Frankfurt-Fan. Andy Möller, das ist so ein Spieler, der ist bei Offenbach dann irgendwann gewesen. Und als Frankfurter nach Offenbach zu gehen, also das geht ja gar nicht. Aber Möller hat ja auch gesagt, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Das zeigt ja schon, welches Geisteskind der Mann war. Ja, Fußballatmosphäre fand ich damals sogar besser als bei FIFA. Und ich muss dazu sagen, ich habe natürlich wie alle International Superstar Soccer gespielt ohne Ende. Aber das hier, das war mein zweitliebstes Fußballspiel tatsächlich auf dem Super Nintendo. Neben International Superstar Soccer, vor allem mit Freunden. Also International Superstar Soccer, das war so immer der Titel, den habe ich alleine gespielt natürlich viel. Aber mit Freunden, da war dieses Spiel einfach der Wahnsinn. Wieder dieser Flammenschuss von Gerald Asamoah, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und jetzt, ja, wer könnte denn so eine Frisur haben heute in der Nationalmannschaft? Wir haben ja wirklich viele schlimme Frisuren in den Jahren der Nationalmannschaft gesehen. Günter Netzer war da sogar noch einer der Besseren. Ich erinnere immer an Paul Breitner, Mr. Pavian. Ja, erste Halbzeit nur ein 1:0 gegen Kuwait. Ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also da muss die deutsche Nationalmannschaft doch ein bisschen mehr zeigen hier. Vor allem nicht solche Ballverluste. Hier. Und dann, natürlich Oliver Kahn. Also ihr seht,
Die Starspieler haben Sterne über dem Kopf. Und das ist auch ein toller Spieler. Ihr habt es vielleicht gesehen, der boxt die Gegenspieler weg. Das ist der robuste Spieler. Das ist praktisch der Mike Franz der deutschen Nationalmannschaft. Sozusagen. Und, oh. Das ist jetzt etwas peinlich, aber Kuwait hat es tatsächlich geschafft. Ja. Der Bulle von Tölz spielt bei Kuwait. Also Kuwait hat es tatsächlich geschafft, ein Tor gegen mich zu erzielen. Schauen wir uns das Drama nochmal an. Also es ist immer etwas peinlich, wenn eine Mannschaft ohne einen einzigen Starspieler ein Tor schießt. Aber unsere Nationalmannschaft kennt das ja. Die machen das ja ganz gerne mittlerweile, dass sie mal nicht so gute Spieler haben. Ja, dass sie spielen wie die deutsche Frauennationalmannschaft. Ich bin ja kein Vertreter von Frauenfußball. Und da, also die Schwalbe hätte der Schiedsrichter ruhig jetzt mal anerkennen können, finde ich. Na, man sieht's. Ja, jetzt kommt wieder mein Lieblingsspieler. Mit dem werde ich jetzt natürlich hier mal durchhüpfen. Und natürlich das 2-1 machen, ja. So ein klasse Durchhüpf-Dribbling, das muss belohnt werden, ja. Das ist natürlich das Tor, da weint auch der Bulle von Tölz nebendran natürlich, ja. In Kuwait gibt es gutes Essen, das wissen wir. Wer mal ein Kamel mit der Hand gefangen hat. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, sonst wird noch irgendwann mir nachgesagt, oh, rassistische Kommentare. Das ist alles nur Spaß hier, ja. Also ich meine sowas nicht ernst. Ganz, ganz wichtig, bevor hier irgendwelche Überempfindlichen auftauchen, ja. Das ist ein bisschen Spess hier. Ich kann auch über Deutsche Witze machen, habe ich auch keine Probleme mit. Ja. Also, nicht so ernst nehmen, was ich hier erzähle. Jedenfalls hat Oli Kahn das jetzt wieder super gemacht und da ist wieder, da ist der Dribbelkönig, der Icke Hässler. Und ja, dann mit dem kläglichen Schuss. Die Perspektive ist natürlich ungewohnt. Also FIFA hatte ja damals auch gehabt. Ich habe das nie so ganz verstanden mit dieser ISO-Sicht. Ich möchte dazu sagen, fand ich immer ein bisschen Sensible Soccer, fand ich cooler mit der Draufsicht. Ich fand Pro Evolution Soccer mit dieser ATV-Ansicht war auch super. Aber das habe ich nie so ganz verstanden, was hier dran so toll ist. In dieser ISO-Sicht. Und jetzt pfeift er natürlich. Wisst ihr? Da mache ich 10 Schwalben vorne und dann grätsche ich mal einen um, dann wird es sofort gepfiffen. Also das kann es natürlich auch nicht sein. Ja, souverän der Torhüter, natürlich jetzt auch mit diesem weiten Abschlag. Und, oh, Hechtkopfball. Gefährlich von Kuwait. Also Kuwait, die führen mich doch hier ganz schön, ja, ein bisschen vor, muss ich sagen. Aber wer einen sicheren Torwart drin hat, ja, wer einen Titan im Tor hat, ne, ein Oli Kahn, ja, da brennt nichts an bei einem Oli Kahn. Jetzt haben wir hier wieder Mr. Flammenschuss. Da brennt es dem Torwart förmlich die Handschuhe weg. Bei diesem Schuss. Und jetzt Andi Möller. Ja. 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 Muss man geben. Muss man klar sagen. Muss man geben. Andi Möller. Böse gefault worden hier. Ja. Ganz klares Ding. Auch jetzt wieder. Also, dass der Schiedsrichter das nicht gibt, das kann ich nicht verstehen. Aber natürlich. Gerald Osamoa mit diesem Flammenschuss. Wunderbar in die Ecke. Jetzt doch das 3-1. Jetzt wird es doch ein bisschen ein Debakel für Kuwait. Wobei Debakel, sind wir mal ehrlich, also 3-1, das geht ja noch für mich hier, aber ich finde, das hätten Elfmeter geben müssen. Also dieses Foul an Andi Möller, ganz klarer Elfmeter eigentlich für mich. Ja, das kann ich euch noch zu Fever Pitch Talk erzählen. Es gibt leider nur Nationalmannschaften. Ich glaube, das hätte richtig, richtig Potenzial gehabt. Es gab leider nie einen zweiten Teil. Also ich hätte richtig Bock drauf gehabt, das mit Bundesliga-Mannschaften zu spielen. Von mir aus auch nicht mit richtigen Namen. Ich glaube, viele Spieler hätten was dagegen gehabt. Gerade wenn sie als Schwalbenkönig dargestellt worden wären. Aber ich glaube, das wäre so richtig genial gewesen, wenn man da irgendwie noch mit Bayern hätte spielen können, mit Frankfurt und all diesen Mannschaften. Ich glaube, das hätte den Fans wirklich gefallen. Ja, es gab so viele schlechte Fußballtitel wie Lothar Matthäus Super Soccer. Da hätte ich lieber so etwas dann gesehen mit Vereinsmannschaften. Aber ja, es gab es nur mit Nationalmannschaften. Es gab auch außer Turnier und Schaukampf eigentlich nicht wirklich Sachen, die man noch machen konnte. Also das war ein bisschen schade. Also, da war auch viel verschenktes Potenzial bei FIFA Pitch Soccer, muss man dazu sagen. Es hat natürlich schon viel Stil gehabt mit dem Rastermann und all den. Nein, wiederholen möchte ich die Partie jetzt eigentlich nicht. Lassen wir es mal ablaufen. Die Musik war auch gut, aber ich finde, da fehlte noch so ein bisschen was. Ja, es fehlte zum Beispiel auch so ein bisschen ein Kommentator. Wäre ganz cool gewesen noch. Wer sagt, das ist Super Nintendo, es gab einen Kommentator bei International Superstar Soccer. Ja, also von daher, es war möglich. Wir schauen noch kurz hier in das Turnier rein. Also ihr seht wirklich, es gibt nur diese beiden Optionen, Turnier, Schaukampf.
Schauen wir ins Turnier rein. Nehmen nochmal Deutschland, damit ihr mal den Vergleich habt. Fängt wieder gegen Kuwait an, passenderweise. Hab natürlich super gewählt vorhin in der ersten Runde. Und ihr seht schon, der Rasen vom Kuwait, das war eine coole Sache. Also das fand ich sehr cool, dass es wirklich dann so ein Stauplatz ist, so ein Bolzplatz. Und ihr seht, jetzt sind die ganzen Starspieler weg. Man spielt also mit normalen Spielern, was das Ganze auch wirklich schwieriger macht. Das war wirklich ganz cool, die verschiedenen Plätze waren genial. Insgesamt auf jeden Fall für Fußballfans ein Titel, wenn ihr Spaß Fußball mögt, wenn ihr nicht nur ernste Simulationen spielen wollt, vor allem wenn ihr mit euren Freunden gerne Fußballspiele spielt, dann solltet ihr wirklich in diesen Titel mal reinschauen, weil ich glaube, ihr werdet viel, viel Spaß damit haben, mit Fever Pitch Soccer. Also für mich war das immer der typische Party-Titel. Man konnte viel lachen, es ist gerade so für einen Abend mit zwei Bierchen zusammen, es ist ein Titel, mit dem man viel Spaß hat. Und deswegen, ja, schaut's euch mal an. Preise kenne ich jetzt leider nicht auswendig dafür, aber ich glaube, so teuer dürfte es auch nicht sein. Ja, wenn ihr Spaß haben wollt, wenn ihr einfach ein bisschen Fußball spielen wollt mit einem Kumpel, dabei Schwalben machen wollt, alles das, was man im Fußball normalerweise nicht macht, einen mit der Schulter wegstoßen, so, dann holt euch FIFA Pitch Soccer. Viel Spaß!